Beim Metal waren wir schon. Jetzt wird es Zeit für den gesamten Rest. Und damit, hey, hallo Welt und herzlich willkommen zum Teil 2 meiner Alben des Jahres 2019. Fangen wir an mit Platz 5. Billie Eilish. When we all fall asleep, where do we go? Billie Eilish ist für mich der lebende Beweis, dass YouTube als MTV-Nachfolger, als Musikvermarktungsplattform heutzutage unabdingbar ist. Denn Billie Eilish wurde vor allem durch eins bekannt, ziemlich krasse Musikvideos. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal das Video zu Bad Guy, was einfach nur so ein bisschen weird und abgefuckt ist. Nein, ich meine eher solche Horrorfilmartigen inszenierten Videos wie Bury a Friend oder All Good Girls Go to Hell. Dazu gesetzt noch ein sehr eigener Sound. Sei es mit den Beats, die sehr modern produziert klingen, aber immer so ein bisschen leicht verstimmt. Und nicht zu vergessen auch neben Billie Eilish komplett abgefuckte Art, die Art zu singen. Denn Billie Eilish Gesang schwankt immer irgendwo zwischen Sohndübel reingezogen, ASMR und dem Mädchen aus The Grudge. Und interessanterweise ist sie damit ultra erfolgreich. So erfolgreich, dass ich tatsächlich sagen kann, When We All Fall Asleep, Where Do We Go, das erste Mainstream-Pop-Album ist, das ich mir in meinem gesamten Leben gekauft habe. Denn ja, ich muss sagen, Bad Guy außen vor, der ist leider schon vom Radio ein bisschen sehr totgenudelt. Das ist einfach ein sehr, sehr gutes Album und ein sehr, sehr gutes Ding. Und ich habe Bock auf die Nachfolgealben. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Platz 4. Plastikstrom, Beton gegen Angst. Zugegeben, bei dem Album und den Künstlern kann ich nicht wirklich neutral sein. Aber hey, es sind meine persönlichen Top 5 des Jahres, von daher, fuck it, das ist sowieso subjektiv. Wir bewegen uns hier in musikalischen Kreisen, die heutzutage gar nicht mehr so modern sind. Der Sound strotzt nämlich nach Ende 80er, Anfang 90er, Minimal Wave, Goth, Elektro. Wunderschöne Mucke. Jetzt kommt aber hier noch dazu, dass nicht irgendeine Band diesen Sound hat. Nein, ich kenne die Band tatsächlich persönlich und ich finde es recht lustig, denn ich bin irgendwann durch dummen Zufall online auf sie gestoßen und habe dann gesehen, ey, die kommen aus Reutlingen. Reutlingen ist nicht so weit weg von Tübingen und wir haben bei uns im Freien Radio, wo ich ja Teil der Musikredaktion bin, einmal im Monat eine Sendung, in der wir ein Live-Konzert fahren. Also habe ich kurz an die Jungs angeschrieben, habe gesagt, ey, habt ihr Bock zu kommen? Habt ihr Bock bei uns im Radio live zu spielen? Und das haben sie gemacht. Und daraus hat sich entwickelt, dass ich mich mit den beiden Jungs super verstehe. Ich liebe die einfach. Ich habe für die auch vor einiger, gar nicht mal so lange Zeit ein Musikvideo gedreht, was jetzt rausgekommen ist. Nämlich zu einem Remix von einem der Songs von Album zu Wandertag. Den Link, wenn ihr dort oben könnt ihr euch reinziehen. War nicht wenig Arbeit, aber ich bin eben auch noch am Anfang. Und hey, ganz ehrlich, wunderschönes, geiles Album. Wenn ihr Bock auf richtig schönen Goth-Elektro habt, der richtig schön unterkühlt klingt, richtig schön handgemacht ist, unbedingt dieses Album rauschecken. Platz 3, The Totenkrack holen den Kofferraum mit Bitch Life Crisis. Erstens, alle Tierschützer, beim Cover bitte nicht so genau hinschauen, der arme Hund hat schon schwer genug gehabt. Zweitens, der Opener. Der Platte heißt, wir sind keine Band, wir sind eine Selbsthilfegruppe. Muss ich dazu noch wirklich mehr sagen? Wir haben hier ein Elektro-Clash-Elektro-Punk-Machwerk vor uns, das einfach nur enorm weird ist. Wir haben hier einen Mix aus allen möglichen Hartz-IV-Klischees, die zusammengemischt werden mit intelligenter Sozialkritik und mit Absicht so ein bisschen trashiger Musik. Und dieser Mix ist weird, er erschließt sich aber auch erst, wenn man einmal das Hirn ausgeschaltet hat und dann wieder anfängt nachzudenken. Und ich muss sagen, ich habe dank dieser Band Anfang des Jahres eines der abgefucktesten Konzerte in meinem gesamten Leben wirklich erlebt. Es war ein kleiner Club, es war in einem Kellerloch unten. Der Club war auch nicht besonders allersauberste und gefühlt 90% der Zuschauer waren sturzbetrunken, während die Band auf der Bühne mit Patchouliöl um sich geworfen hat. Es war blanke Anarchie, aber es war sehr, sehr, sehr geil. Nee, wirklich, wenn ihr richtig Spaß haben wollt, dann zieht euch mal diese Band rein, die es sogar geschafft haben, mit der ersten Single-Auskopplung dieses Albums in den internen Mail-Verteiler, eine interne Rundmail der Agentur für Arbeit zu gelangen. Das müssen wir erstmal hinkriegen. Auf der anderen Seite heißt der Song Jobcenter-Fotzen. Von daher, es wird silbern. Platz 2, Komma mit Kiox. Von vornherein, ich kann mit Kraftklub nicht allzu viel anfangen. Dementsprechend nicht gehypt war ich, als er mich durch den Netz herangetragen wurde, dass der Frontmann von Kraftklub, also Felix Brummer, unter seinem Synonym
guck mal, ein Album rausbringt. Und ich muss ehrlich sagen, als ich den ersten Song gehört habe, bei dir, der wirklich mehr so eine Pop-Schnulze ist, war ich auch nicht sehr angetan. Nee, wirklich, das war einfach nicht meins. Was dann sehr wohl meins war, war, wie viel ist ein Outlet wert? Was hier auch meiner Tracks der Woche war. Und als ich das Album dann bekommen habe, beziehungsweise erfahren habe, hey, das Album ist limitiert und man kann es nur ganz bestimmten Zeitraum kaufen, dann kam der Sammler in mir durch und dann war es sowieso vorbei. Aber mal ganz ehrlich, das hier ist ein wunderbares Album mit einer wunderschönen, halbtransparenten blauen Vinyl. Es ist richtig guter Rap, er ist sehr emotional, er regt schön zum Nachdenken an und zieht euch einfach das Album rein. Zwar nur im Stream und digital, aber zieht es euch rein. Es ist so, so gut. Und bevor wir jetzt zum Platz 1 kommen, meinem absoluten Album des Jahres 2019, hier noch ein paar Unreal Mentions, wirklich gute Platten, die es aber leider nicht in meiner Top 5 geschafft haben. Future und Binobi, blaues Licht. Dass ich Future mag, ist ja wohl kein Geheimnis. Dieser am Anfang des Jahres für eine Dokumentation über Graffiti-Sprayer einen Soundtrack gemacht, der ist wunderschön, poppig, sphärisch, schönes Ding. Einfach ein sehr, sehr schönes Ding. Großstadtgeflüster, Trips und Ticks. Saumäßig geiles Album. Nicht nur, weil es saumäßig lustig ist, auf einer Party etwaige an- bis betrunkene Gäste mal versuchen zu lassen, dreimal schnell hintereinander den Namen des Albums auszusprechen, sondern auch, weil die Mucke darauf blanke Party ist. Ich habe ja schon mal den Track Diadem vorgestellt. Es sind noch weitere Tracks auf dem Album. Von Feierabend über neue Freunde. Das gesamte Album ist einfach einlegen, Spaß haben, da geht gar nichts drüber. Deadly Avenger, Your God is Too Small. Tatsächlich eine zufällige Entdeckung, weil ich das Album billig beim Black Friday Sale des Labels bekommen habe. Unglaublich gutes Dark Electro bzw. Synthwave bzw. Mid-Tempo. Machwerk, hat saumäßig viel Energie, sehr schön instrumental, sehr böse klingend, richtig gutes Ding. Und es hat eine scheiß Cyan- und Rotbrille dabei, damit man das Cover in quasi 3D sehen kann. Wie episch ist das denn bitte? Okay, danke, tschüss. Alles muss raus, EP. Ja, hoch, was hat sich denn da eingeschlichen? Das hier ist wirklich diese Prototype einer frühen EP einer Band, die noch keinen Arsch kennt. 3 Songs aus dem Studio, 2 von irgendwelchen Live-Sessions und einfach nur gute Laune-Pop. Mit intelligenten Texten, einer guten Stimme, ein saumäßig lustigen Instrumentarium, welches primär die Gitarre durch ein Keyboard ersetzt und macht einfach Spaß. Und ich war mit der Freundin vor der Schule. Die war im Abi-Jahr nach mir und ich habe mit ihr zusammen Theater gespielt. In dem Sinne, liebe Grüße Eva, falls du das hier siehst. Auf jeden Fall mal anhören. Saumäßig gut. Aber kommen wir jetzt auf den Punkt, auf den wahrscheinlich niemand auf diese Plattform hier gewartet hat. Mein persönlicher Platz 1, mein persönliches Lieblingsalbum des Jahres 2019. Have a Life mit Now Not Yet. YouTube als Werbeplattform für Musik ist unglaublich wichtig geworden. Nicht nur bei Billie Eilish. Mir wurde von dieser Band ein Song einfach random in die Empfehlungen reingespült. Dieser heißt Still Feel. Der war damals bei mir auch ein Track der Woche. Und was soll ich sagen? Ich habe dann gesehen, okay, das Album kommt erst noch raus. Hab mir ein bisschen anderes Zeug angehört. Und ich sag mal so, dieser Mix, dieser High-Power-Mix, irgendwo zwischen Pop und Funk und manchmal so leichten Singer-Songwriter-Anleihen wieder, der hat es mir einfach angetan. Und eigentlich auch, wenn diese ganze Ami-Sound meistens überhaupt nicht meins ist, ist das hier einfach ein sehr, sehr gutes Album. Das ist schöner, ehrlicher, manchmal noch so ein bisschen rough und nicht so krass ausproduziert klingender Pop, der es einfach wert ist, gehört zu werden. Eine schön ruhigen Note hinpacken und einfach mal schönen, richtig, richtig schönen Indie-Pop genießen. Mehr kann und will ich dazu gar nicht sagen. Zieht euch am besten das Album selbst rein. Die Spotify-Links zu allen Alben habe ich in die Videobeschreibung gepackt. But wait, there's more. Mein Bonusalbum des Jahres 2019. Es kann nur einen geben und es ist der Frank. Es ist der Zander. Frank Zander. Der Typ, der mich damals auf Metal gebracht hat. Und das, obwohl er eigentlich Comedy-Schlager macht. Der mich mit seiner rauen Stimme damals das inspiriert hat, wirklich ein bisschen mehr rumzuexperimentieren mit meiner Stimme. Mit dem ich meine heutige, zum Teil Rockstimme, ein bisschen meine Varianz in der Stimme heute zu verdanken habe. Und auch wenn gerade bei Songs die Kopf oben merkt, es groove wie Sau, aber einige seiner Ansichten sind doch einfach sehr altbacken. Solange Frank Zander lebt, werden seine Alben in einem bestimmten, ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Aber das war so viel von mir. Was waren denn so eure Lieblingsalben des Jahres 2019? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen rauf, aktiviert die Herzbands.
Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schön schiefe Null. Wir leben, ist das nicht stark? Und reicht die Kohle nur bis zum Sarg? Wir nehmen's locker, nichts haut uns vom Hocker.